So Leute, willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel Delta Mike Heavy. Cool, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich wollte euch heute mal zeigen, wie man Platzrunden fliegt, beziehungsweise was eine Platzrunde ist, wofür sie gut ist. Wenn ihr bereit seid, dann bin ich es auch. Auf geht's. Erlinghausen Info, Delta Mike Whiskey Oscar India. Delta Mike Whiskey Oscar India, Erlinghausen Info. Delta Mike Whiskey Oscar India an der Tankstelle, eine Person lokal, bitte Rollinformation. Delta Mike Whiskey Oscar India, dann zur Piste 04, bitte Kona 1020. Delta Mike Whiskey Oscar India, Kona 1020 und die Piste 04, danke. Ich würde sagen, auf geht die Luzi. Getankt haben wir, der Hobel ist voll. Nice, einfach nice. Piste 04 heute. Wind ist eigentlich ganz ordentlich, wie ich das so bisher mitbekommen habe. Wir schauen mal. Wieder kleine Hafenrundfahrt. Ole ole. So, da ist ein kleines Kind. Einmal winken. Hallo. Kleine Kinder freuen sich immer, wenn man denen zuwinkt. Deswegen einfach immer winken. Ich hätte mich als kleiner Junge so derbe gefreut, wenn mir quasi ein echter Pilot, also ja, wir sind Luftsportgeräteführer, aber ihr wisst, was ich meine. So ein richtiger Mensch, der ein Flugzeug fliegt. Wenn der mir zugewunken hätte, ich hätte es so geil gefunden, Mann. Kurz unsere Checks durchgehen. Parkbremse ist gezogen, Magnetcheck. Den führen wir natürlich durch. Umdrehung liegen an. Fällt ab. Umdrehung liegen an. Und fällt ab. Benzinpumpe schalten wir ein. Klappen auf. Stufe 1. Trimmung ist neutral. Ruderprobe links. Rechts, einmal vollgezogen und einmal vollgedrückt. Windcheck kommt gleich leicht von rechts, relativ stark, aber eigentlich im Grunde genommen auf der Nase. Das heißt, wir kommen auch gut über den Berg raus. Notfallbriefing, wie immer, unter 500 Fuß müssen wir auf der Seite wahrscheinlich das Rettungsgerät benutzen. Über 500 Fuß, also in diesem Fall auf 1000 Fuß above main sea level, können wir es mit einer Umkehrkurve probieren, die wir dann auf Gras durchführen, um viel Platz zu haben. Ich fühle mich gut, ja, Fit to Fly, yes, auf jeden Fall. Zylinderkopftemperatur liegt bei 81 Grad, das ist im grünen Bereich und die Öltemperatur liegt auch im grünen Bereich. Den Transponder, den schalten wir noch ein, gleich direkt auf Altitude und dann können wir die Parkbremse lösen und reiten auch schon los. Delta Mike Whiskey Oscar India rollt auf die Piste 04 und startet. Devent 080 Grad, 7 Knoten. Alles klar, 080 mit 7 Knoten, das heißt, er kommt eigentlich relativ genau aus Osten. Und mit 7 Knoten, das ist moderat. So, Piste, Säge, Pfeile, Schwanz benutzt man ganz. Auf geht's, würde ich sagen, Leute. Sicherheitshöhe ist erreicht. Benzinpumpe können wir ausmachen. Etwas nachdrücken, um Geschwindigkeit aufzuholen und dann die Flaps einfahren. So, hier ist natürlich immer ein bisschen holperig, vor allen Dingen bei Nord-, Ost- und Ostwind. Aber wir sind über das Dritte schon hinaus, können schon die Linkskurve ansetzen und haben dann auch gleich schon die Platzrundenhöhe von 1600 Fuß erreicht und befinden uns jetzt im Querabflug. So, im Querabflug passiert eigentlich gar nichts, nur dass wir das Flugzeug wieder abkonfigurieren, was wir schon gemacht haben beim Erreichen der Sicherheitshöhe. Sprich, Benzinpumpe können wir wieder ausschalten, die Klappen fahren wir ein. Das heißt, dass wir im Reisekonfig sozusagen sind. Die Platzrunde, die besteht eben aus diesem Querabflug, den es eigentlich so gesehen nicht gibt. Aus dem Gegenanflug, der entgegen der Pistenrichtung liegt, dem Queranflug, der quer zur Pistenrichtung liegt. Und der Endanflug, der dann eben genau auf die Piste zuführt. Solange der Flugplatz immer links von uns liegt, heißt es einfach nur Gegenanflug, Queranflug und Endanflug. Wenn der Flugplatz rechts von uns liegt, dann heißt es rechter Gegenanflug, rechter Queranflug und Endanflug. Rechter Endanflug wäre auch geil. Delta Oscar India dreht den Gegenanflug, Piste 04. Beim Funk in der Platzrunde ist es so, dass ich immer die Drehpunkte melde, weil
Es gibt keine genauere Position. Wenn ich zum Beispiel jetzt erst, wo ich in der Mitte ungefähr des Gegenanfluges bin, einfach melde, ja, Delta Oscar India im Gegenanflug Piste 04, dann könnte ich quasi überall in diesem Gegenanflug sein, der einige Kilometer lang ist. Wenn ich aber genau sage, ich drehe in den Gegenanflug Piste 04, dann wissen alle ganz genau, dass ich exakt in dieser Kurve gerade bin. Und diese Positionsangabe ist wesentlich genauer. Hier fliegen wir komplett mit Reisekonfiguration durch auf der Höhe von 1600 Fuß. Alle anderen, die den Platz anfliegen wollen, die würden auch in den Gegenanflug einfliegen auf 1600 Fuß. Das heißt, der Verkehr wird so gestaffelt und du kannst ganz in Ruhe Ausschau halten, ob du Verkehr hast und natürlich auch im Funk mithören. Ne? Wir drehen jetzt gleich in den Queranflug ein und das melde ich dann auch wieder. Delta Mike Whisky Oscar India dreht in den Queranflug Piste 04. Wir sind immer noch auf 1600 Fuß und würden jetzt langsam das Gas etwas rausziehen und das Flugzeug so ein bisschen gleiten lassen, sodass wir schon mal anfangen zu sinken. Der Platz ist noch ganz schön weit weg und darüber hinaus haben wir Ostwind, das heißt, wir fliegen jetzt so ungefähr gen Osten. Ja, so ein bisschen, nicht ganz gen Osten, sondern eher so ein bisschen südöstlich. Aber trotzdem haben wir Gegenwind, das heißt, dass dieser Queranflug rein theoretisch länger wird als der Abflug, weil wir im Abflug natürlich durch den Rückenwind gedrückt wurden. Das muss man immer so ein bisschen einkalkulieren, deswegen bleibe ich immer so ein bisschen hoch und bleibe jetzt auch noch clean. Also ich setze noch gar nicht die Klappen oder so. Das Einzige, was ich schon mache, ist die Benzinpumpe einzuschalten, dann habe ich das nämlich schon mal erledigt. Workload minus 1. Der nächste Schritt, der ist nachher eigentlich nur noch die Geschwindigkeit anzupassen. Das macht man, indem man die Nase etwas hochzieht und dann sinkt die Geschwindigkeit. Also wenn ich das, den Steuerknüppel nach vorne kommen lasse, dann steigt die Geschwindigkeit, wie man hier sieht. 140, 150. Wenn ich daran ziehe, die Nase ein bisschen über den Horizont halte, dann sinkt die Geschwindigkeit kontinuierlich. Und die drücken wir jetzt mal unter, also die ziehen wir jetzt mal unter 120, so auf 110 und können dann ganz in Ruhe die Klappen für Stufe 1 setzen. Und diese Klappengeschwindigkeit ist ungefähr bei 110. Das heißt jetzt, das Flugzeug ist komplett konfiguriert. Wir haben die Klappen gesetzt, wir haben die Benzinpumpe ein und wir melden jetzt den Endanflug und drehen ein. Delta Mike Whisky Oscar India dreht den Endanflug Piste 04, Touch and Go. Der Wind 06, 0 Grad, 7 Knoten. So, wir befinden uns jetzt im Endanflug. Kann man schön sehen, die Piste 04 liegt vor uns. Wir haben hier gerade eine Anfluggeschwindigkeit von ungefähr 105 km/h anliegen, was schön moderat ist, da der Wind jetzt aus östlich kommt, also aus 060, das heißt so fast von vorne. Und der wirbelt natürlich uns hier vorne über die Waldkante so ein kleines Lee, was so ein bisschen über den Wald rotiert und uns natürlich auch runtersaugen kann. Deswegen müssen wir so ein bisschen die Höhe halten. Und zur Not, wenn wir nachher zu hoch sind, im Shortfinder, sage ich jetzt mal, dann einfach die Höhe kaputt slippen und fertig. Aber die Höhe, die du nicht mehr hast, die wieder aufzubauen, ist schwierig. Insbesondere dann, wenn der Motor ausfällt. Und wir ULer sollen ja immer auf einen Motorausfall gepasst sein. Der Wind kommt heute leicht von rechts. Das heißt, wir können die rechte Fläche etwas hängen lassen und gleiten hier so ganz, 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 ganz locker in Richtung Schwelle. So. Bisschen ausrichten. Versuchen natürlich die Centerline auch zu treffen, dafür ist sie nämlich da. Aufsetzen und wir sind gelandet, sicher, das heißt Vollgas und es geht nochmal rauf. So, Sicherheitshöhe haben wir erreicht. Ich habe es mal ein bisschen länger stehen lassen, aufgrund der Windverhältnisse. Und wir können auch schon wieder nach links aus. Ja Leute, das war im Grunde schon die komplette Platzrunde. Das ist alles, was in so einer Platzrunde passiert. Es ist nicht viel, wie ihr seht. Zusammengefasst nochmal, wir starten eben raus, versuchen die Sicherheitshöhe zu erreichen, konfigurieren das Flugzeug dann um in die Reiseflugkonfiguration, das heißt Flaps einfahren, Benzinpumpe aus und das Gas reduzieren. Dann geht es in den Querabflug, wo wir uns jetzt gerade auch schon wieder befinden. Dort würde man dann steigen auf die Platzrundenhöhe, die alle Luftfahrzeuge in diesem Bereich fliegen, würden dann übergehen in den Gegenanflug. Im Gegenanflug am besten wirklich die Höhe genau halten, Ausschau nach anderen Luftfahrzeugen halten. Denn dort im Gegenanflug 90 Grad dazu fliegen auch viele Luftfahrzeuge ein
um eben den Flugplatz anzufliegen. Ja, dann geht es in den Queranflug, in dem wir dann unser Flugzeug konfigurieren zur Landung. Und im Endanflug konzentrieren wir uns dann einfach nur noch wirklich auf die Landung, denn ein guter Endanflug ist tatsächlich die halbe Miete und somit auch die halbe Landung. So Leute, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Es war vielleicht mal etwas kürzer, aber Platzrunden und Landen sind einfach das A und O der Fliegerei. Lasst mir ein Like da, Daumen nach oben, drückt gerne auch den Abonnieren-Button, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr auf diesem geilen Kanal. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wieder einschaltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also macht's gut, stay safe, fly safe, always happy landing, always free green. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Ciao. Ist jetzt schon warm? Jesus. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video... Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt... Ready for takeoff, line up and yeah, wir gehen steil. Alter, was für ein Müll.